zwei, drei, vier. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hallihallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier sind wieder die Becky und der Michi. Und wir haben euch noch eine Setbox des Monats Dezember mitgebracht. Nein, Spaß beiseite. Die Box, die wir euch letzte Woche ausgepackt haben. Ihr habt es vermutlich schon erraten, wir waren mal wieder zu schnell. Oder wenn ich sage wir, meine ich mich. Ja, ist so. Es war nämlich keine Z-Box von Zavi, sondern eine Treats-Box von Zavi. Das ist ein neues Modell. Ja. Ist etwas preiswerter, aber es stand ja auch unter dem Video, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Nur im Video, da wussten wir das halt noch nicht. Das hier ist sie jetzt aber, obwohl man es eigentlich gar nicht erkennt, dass es eine ist, denn hier steht THC drauf, ja, und hier MyProtein, ja, nee, ist die falsche Seite, MyProtein, hier steht drauf MyProtein, ich habe ja Proteine bestellt. Warum ist das auch wieder von Zavi? Das ist von Zavi, weil hier steht es ja, Zavi, ah, okay. Ja, so hat. Zavi der hat. Zavi der hat, genau. Möge ja, die Macht, ne? Und ich dachte zuerst, es könnten wirklich Proteine sein, weil ich habe ja ganz viele Proteinpräparate gekauft, weil das die Spermamenge erhöht. Ah, okay. Habe ich gehört, irgendwo. Wofür brauchst du mehr Sperma? Ich fragte für einen Freund. Ah. So, jedenfalls ist das jetzt die Setbox des Monats Dezember, auch wenn es nicht draufsteht. Ihr merkt, da muss ich schlucken. Das Outtakes-Video ist schon geladen, ja? Tja. Freut euch, am Montag gibt es ein Outtakes-Video. Das hier ist nicht drin, aber sowas in der Art. So, ich habe es schon aufgemacht, weil ich halt wirklich nicht wusste, dass das eine Setbox ist. Es steht gar nichts drauf. Ich habe kurz aufgemacht, habe ich gesagt, oh, das ist eine Setbox, direkt wieder zugeklebt. Das heißt, ich habe schon mal grob reingespingst, aber... Und dabei weiß man, wenn man spingst, kommt das Christkind nicht mehr. Ja, aber wenn ihr dieses Video seht, war das Christkind ja schon da. Ja. So, und jetzt machen wir es nochmal neu auf. Das tut mir immer weh. So, was ich nicht weiß, ist das Thema der diesmonatigen Setbox. Das Thema vom letzten Monat war Retro. Von diesem Monat konnte ich nirgendwo finden. Aber sobald ich es rausfinde, findet ihr es unten in der Videobeschreibung. Jetzt jedenfalls, genau, schauen wir uns erstmal an, was drin ist. Erstmal was für den Papa. Ja, mein Lieblingsheld. Der Doktor. Ja, das ist fast richtig. Ne? Ich meine, mein Lieblings-Superheld. Superman. Nee? Batman! Ach, Entschuldigung. Bitte. Entschuldigung. Ja, so, und zwar ist das der Batman von der Justice League. Den können wir wunderbar neben den Superman stellen. Der ist ja süß. Ja, das ist nämlich der aus der Reihe, den Superman hier. Den haben wir schon. Ah. Der war vor einiger Zeit schon drin. Das heißt, jetzt haben wir noch einen. Cool. Jetzt fehlen quasi nur noch Flash und Green Lantern und Wonder Woman. Ich pack den mal aus. Meinst du? Ja, was willst du denn? Du willst das doch nicht aufreißen, oder doch? Nein, ich hab's abgeknibbelt. Ja, und ich hab's aufgeschnibbelt. Komm mal ein bisschen näher, du rutschst immer so aus dem Bild raus. Oh, ja, man sieht dich selber. Ich will dir Platz lassen, damit du das auspacken kannst, Mann. Sehr netter Zug von dir. Guck mal, hier sind auch Flügel dabei. Cool. Fledermausflügel. Mhm. Bat Wings. Das ist immer so abgeschnitten. Wir sind nämlich jetzt mit einer neuen Kamera am Start. Gar nicht, neues Stativ. Neues Stativ am Start. Und das wird etwas näher als das alte. Das ist flexible. Flexible. And this is the Dark Knight. Oh, so wie es aussieht, muss ich dem den Kopf abmachen. Ja, da brauchen wir ja Bane für. Habt ihr uns gesehen? Ich habe dieses Christmas-Shirt an aus der letzten Zavi-Box. Ich trau mich. Nee, dann mach es auch nicht. Naja. Mann, komm, gib mal her, komm, alles muss man selber machen hier. Halt mal die Box bitte. Ja. Die Küche hat er mir überlassen, aber jetzt das? Ja, die Küche habe ich ihr überlassen. Achso, mit dem Aufbauen oder was? So, also dieser, der gehört hier hinten zu der... Bin ich froh, dass dir das passt. Was ist da gehört, jetzt abgefallen? Der Fuß, der hier, der steht auf so einem Standbein.
Der steht, ja, das ist zum Abmachen hier, der ist da nur so draufgesetzt. Also, okay. So sieht das aus. I am the knight. I am the justice. I am Batman. Nee. Also von dem hätte ich auch Angst. Ganz im Ernst. Fieser Kerl. Fieser Batman. So, bück dich mal nach dem anderen Zeug. Witzig, das sag ich sonst ja immer. Ich bück mich mal. Da unten. Da ist die Plauze im Weg. So. Airbag. Mein Feinkostgewölbe. Vielleicht. Vielleicht machen wir das jetzt mal andersrum. Ja, genau wie gestern Abend machen wir es mal andersrum. Du gibst mir. Du kannst mal reinschauen. Was hältst du davon? Weil Weihnachten war. Und möchtest du das nächste? Ich pack lieber eins. Das ist für mich. Genau, und du rutschst schon wieder aus dem Bild raus. Du rutschst die ganze Zeit aus dem Bild raus. Das nächste Mal machen wir wieder das alte Stativ. Ja, und vor allen Dingen meine Haare sind mal wieder... Ich suche hier in Euskirchen einen Friseur, der sich filmen lässt beim Haare schneiden. Wenn ihr aus Euskirchen kommt, einen Friseurladen habt, mir die Haare schneiden wollt, für umsonst bitte, nein, und ihr möchtet, dass ich das Ganze filme, schreibt mich an. Meine Kontaktinformationen sind hier hinterlegt. Das ist eure Gelegenheit. Komm, lass. Mein Gott, du fummelst jetzt immer deine Gedanken dazwischen. Boah. Nee, dieser Mann. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich vor... Punkt. Gar nicht mehr. So, weiter geht's. Oh, hier ist noch einer. Hier ist dein Superheld. Hier, dein Lieblingsheld hier. Der Eiserne. Ah, wie niedlich. Der Stähler. Meine Haare sind wirklich furchtbar. Mini-Heroes. Der ist ja niedlich und außerdem ist Iron Man gar nicht mein Lieblingsheld. Ich weiß, Captain America ist dein Lieblingsheld. Oder Thor? Ach, guck mal. Also, da, hier, das ist Iron Man. Mir ist nur gerade eben was aufgefallen, wer da noch mit bei ist. Und ich weiß, hätten wir den hier bekommen, Thanos. Da wäre aber unser Dann wäre kleine nämlich Schaf die Kleine auch. Und dann da hätten wir den im Kinderzimmer wieder gefunden. Oder eben nicht. Ich kann das doch so machen. Gib mir mal das Messer, bitte. Nein, jetzt will ich mal aufschneiden. Hier. Nimm. Schneid auf. Ist auf. Du von der goldene Handschuh. Chewy. Ich bin Chewbacca. Du bist bei weitem nicht so süß wie Chewy. Ja, aber so behaart. Auch nicht. Wie sagte Chewy schon? Hier. Süß. Ja. Toll. Und was sagt er? Ich bin Iron Man. Obwohl, der sieht gar nicht aus wie Iron Man. Guck mal, der hat ein Gesicht wie so eine Ameise. Der erinnert mich eher an Ultraman. Der sieht voll... aber das ist Iron Man. Ja, aber der sieht voll fies aus. Irgendwie. Nein, der sieht nicht fies aus, der sieht süß aus. Der sieht voll fies aus. Von welcher Firma ist das überhaupt? Oh, Entschuldigung, von Mini Heroes. Mini Heroes. Mini Heroes, ab 8 Jahre. Ja. Finde ich okay. Ja, so sieht er auch aus, wie 8. So ein bisschen. Unten steht da noch was drauf. Ja, ja, guck dir das doch mal an. Hier, Thanos hat einen Luftballon in der Hand. Ja. Und Spider-Gwen, Spider-Gwen hat einen Jojo. Das sind, ach, das sind wahrscheinlich so, das sind Babyhelden. Kiddies ist das sind cool? Das. Ist das cool, so. Mit Windel. Nein, so schlimm nicht. Nein. So, und was? Mini-Heroes von Gentle Giant. Gentle Giant heißt die Firma. Gentle Giant. Und das hier ist, glaube ich, das stand doch auch irgendwo drauf. Von welcher Firma das ist? Werbung wegen Markennennung. Ja, ist es sowieso, weil wir haben das ja gesponsert gekriegt. Das heißt, wir haben da zwar kein, wir kriegen da nichts für, aber wir haben diese Box ja von filme.de ja, gesponsert gekriegt. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an die Jungs und Mädels, besonders die Mädels bei filme.de. Ja, was? Das sind ja übrigens. Genau, so, weiter geht's. Im Text was zum Anziehen. Guck mal hier, jetzt hast du auch was zum Anziehen. Oh, das ist aber schön dick. Das ist wirklich dick. Was ist denn das? Ist das ein T-Shirt? Oh, so. Transformers. Hier ist, oh, Gott sei Dank. Ich habe mir schon immer ein Transformers-T-Shirt gewünscht. Ach du. Ich habe mir schon immer ein Transformers-T-Shirt gewünscht, damit ich allen Leuten zeigen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist richtig dick, ne? Ja. Das ist richtig gutes Material. Ja. Doch, also da, ich habe zuerst gedacht,
Ich meine, gut, das ist natürlich Größe 12XL, damit es mir passt. Das muss, ja, da muss halt mehr Stoff. Da könnte man auch ein kleines Zirkuszelt draus machen. Weiter runter bitte. Oh, komm, gib mir mal her. Oh. Ja, wir müssen. Ja, doch. Ich sitze hier schräg. Ja. Oh. Ja, ich sage ja immer, dass du so schräg bist. Hier, da sind sie, die Transformers. Und hier haben wir auch nochmal das Emblem. Und hier, ich kenne mich mit den Transformers leider, oder was heißt leider, ich kenne mich mit den Transformers überhaupt gar nicht aus. Auf jeden Fall, schönes T-Shirt. Ist richtig dickes Material, also ganz, also toll. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Also ja, das ist im auf jeden Sommer Fall hält es kühl, im Winter wärmt es nicht, aber ist okay. Es ist gut, es meinerseits, es fühlt sich gut an, so. Über die Qualität können wir jetzt natürlich nichts sagen, aber... Nee, aber ich denke mal, das ist schon was anderes als... Oh, als das Kick und Taco und sowas. Ohne jetzt irgendwas... Oh, mein Glück hört gar nicht mehr auf. Guck mal, hier ist noch ein Transformers-Produkt. Und das war's auch schon. Auch, ne? Was ist das jetzt? Nochmal Transformers. Ist das eine Tasche? Eine Satteltasche oder was ist das? Ein Rucksack, oder? Nein, das nee, ist so eine Tasche. So eine, ah, das ist ja geil. Das ist ja geil, weil meine Tasche hat nämlich gerade den Geist aufgegeben. Folgendes ist passiert. Ich hatte in meiner Tasche beim Umzug einige Sachen drin. Unter anderem eine Dose Bier und irgendeinen spitzen Gegenstand, den ich nicht genauer definieren kann. Jedenfalls hat dieser spitze Gegenstand die Bierdose durchstochen und die gesamte Tasche geflutet. Natürlich kann man die waschen. Was? Kann man noch waschen, ne? Wenn man sie ausräumt? Die ist leer. Die ist seit 2 Monaten, liegt die leer neben der Waschmaschine. Jetzt habe ich eine neue Tasche. Und guck mal, die ist ja auch viel schöner. Die passt ja auch viel besser zu mir. Die passt viel besser zu mir. So, hier. Einmal so, wie ne? Ich gucke gerne QVC, HSV und JBD und wie das alles heißt und sowas. Und hier seht, klick und... Klick. Also ich gucke mir nur PDFs an. Und... Oh! Oh. Okay! Oh. Look at this! Wow! Wow! It's a fine material! Nice! This is nice! Oh. Das ist wirklich cool! Oh. Seht euch das an! Das sieht aus, als wenn er in den Schlund eines Riesendrachen oder eines Alligators reingezogen wäre. Ist das geil! Und hier hinten noch eine Tasche in der Tasche. Für einen Laptop, dass das ist auch gepolstert. Ist das geil? Nee, jetzt ohne Scheiß. Ja. Das ist wirklich cool. Das ist meine neue Lieblingstasche. Ja. Oder die ist das cool. Ist vielleicht gar keine Tasche, sondern ein Hut. Guck mal. Also ich finde, heute bist du irgendwo ein bisschen überdreht. Jo. Ist doch gut. Nee. Nein? Kann nee. Auch ein Hut sein. Otto hatte damals mal so eine Hutkollektion aus Taschen. Otto, Walkes. Du. Ja, ja, ich kenne den. Und hier vorne kann man noch Stifte reinpacken. Ja, schön. Ich mach mal um. Soll ich das mal machen? Ich bin doch schon da. So, hier kann man Stifte reintun und ein Handy, wenn man noch ein kleines hat. Ein großes passt wahrscheinlich nicht mehr. Darf ich dein Handy mal versuchen, hier reinzustoppen? Oh, doch! Oh, ein Smartphone passt auch noch rein. Schön. Gut, und hier ist auch noch ein Reißverschluss. Das ist geil. Das ist wirklich eine coole Tasche. Transformers. Oh. Ja, das ist das einzig Schlechte daran, ne? Nein, das ist geil. Nicht schlecht ist es nicht. Nein. Ich mag das. Vor allen Dingen, das ist nicht einfach nur Druck hier klebt oder so. Das ist drauf gestickt. Das ist gestickt. Weiter hier. So, da ist die Kamera. Das genau. Ist gestickt. Das ist richtig geil. Mhm. Apropos, kennst du den Unterschied zwischen einem Rehrücken, dieser Tasche und einem 17-jährigen Mädchen? Der Rehrücken wird gespickt, die Tasche wird gestickt. Und das 17-jährige Mädchen wird volljährig. Mm. So, wir haben hier hinten noch diesen Anhänger, damit wir auch sehen, von wem die Tasche ist. Nämlich von Transformers Back. Loot Crate Exclusive. Hasbro. 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 Schön. Also, wir fassen, wir fassen zusammen. Die Setbox des Monats Dezember enthält eine sehr hochwertige, sehr, sehr geile Transformers-Tasche. Ein sehr, sehr schickes Transformers-T-Shirt. Einen sehr coolen Batman zum Hinstellen. Und ein super putzigen Iron Man. Kitty. 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 Iron Chibi. Man Kids. Genau. Ja. So, das war's. Wieder mal, also ich finde es cool. Ich finde das richtig cool. Wenn ihr auch so eine Box haben wollt,
Hier unten in der Infobox findet ihr den Link zur Seite, auf der ihr diese Box adoptieren könnt, abonnieren könnt. Ihr könnt für 3 Monate, 6 Monate oder für 12 Monate. Ja, und das wird dann immer billiger. Je länger ihr das nehmt, wie im Fitnessstudio, ja, wenn ihr einen 2-Jahres-Vertrag abschließt, kostet es viel weniger. Wenn man das aber auf die Anwesenheit umrechnet, ist es dann doch teurer. Ist aber auch wurscht. Ihr könnt es übrigens auch einmalig beziehen. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt also sagt, Mensch, die Box, die hätte ich aber auch gerne, könnt ihr die auch bestellen. Das ist dann aber auch am teuersten. Die hatten letztens übrigens ein paar hübsche Specials. Die habe ich mir auch mal angesehen. Das haben wir ja überhaupt schöne Specials. Ja. Und wir sagen das nicht, weil wir Geld dafür kriegen. Weil nee. So ist es gar nicht. Kriegen wir wirklich nicht. Wir gehen da eher Geld hin. Wir sind eigentlich wirklich die totalen Super-Nerd-Freaks, die sich diesen Krempel kaufen. Ja, gut, wir haben das hier gesponsert. Wir haben auch schon gesagt, von wegen, da würde ich mir aber nicht hinstellen. Ja, aber unsere Verwandten sind ja auch alle alt. Und wir sind ja so hip. Naja, okay, jeder so jeder, wie er möchte. Jeder nach seiner Fasson. Die neue Wohnung habe ich auch ein bisschen erwachsener eingerichtet als unsere vorherigen, aber ein bisschen was. Genau, ein bisschen was geht alleweil. Genau. Wollte ich halt eben doch haben. Und in diesem Sinne. Ich bin ja noch nicht tot, ne? Ja. Genau. Und das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. Hiermit verabschieden wir uns. Ihr seht uns am Montag nochmal wieder, dann allerdings aus der Konserve, weil da habe ich, wie ich schon gesagt habe, ganz viele kleine verpatzte Szenen aus alten Videos rausgeschnitten. Da sind auch ein paar Gaststars mit dabei, die in Videos mit dabei waren, die ich ebenfalls noch mit reingeschnitten habe. In diesem Sinne wünschen wir euch jedenfalls schon mal einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr 2020 und bleibt frisch, bleibt neugierig und bleibt geil. Bis zum nächsten Mal, eure Becky und der Michi. Ciao.